So, hatte er gesagt, 71. Wie hat man beendet? Jetzt hatte ich eine harmonische Gleichung des vereinheitlichen Feldes, ausgedrückt durch das Licht oder die reine elektromagnetische Wellenform, dem Schlüssel zum Universum, zur gesamten Existenz, zum Sichtbaren und Unsichtbaren, zu den Formen, dem festen Flüssigen und Gasförmigen, zu den Sternen und der Schwärze des Weltraums, allem, was aus sichtbaren und unsichtbaren Wellen besteht. Nun wurde es einfach nötig, meine Gleichung weiter zu verbessern und zu versuchen, einen praktischen Weg für die Anwendbarkeit dieser Grundgleichung zu finden. Obwohl dies bis dahin enthaltene Ergebnisse mehr als befriedigend waren, hatte ich immer noch das Gefühl, dass die vereinheitliche Theorie noch nicht ganz vollständig war. Ja, dann machen wir mal, damit er wisst, worum es geht. Und er hat auch ein Computerprogramm gemacht. Zwar im Englisch, besorgt euch das, damit er dieses Buch verstehen können und auch im Prinzip in der Praxis umsetzen können. Obwohl die bis dahin erhaltenen Ergebnisse mehr als befriedigend waren, hatte ich immer noch das Gefühl, dass die vereinheitlichte Theorie noch nicht ganz vollständig war. Schon in diesem Stadium ahnte ich, dass Materie und Antimaterie geometrisch miteinander verbunden waren und die Gleichung dies auch zeigen müssen. Also, wenn wir Materie sind, ist direkt in unserer unmittelbaren Nähe auch Antimaterie. Das hält uns wahrscheinlich auch nur aufrecht. Wenn nur Materie wäre, würde sie wahrscheinlich auseinanderfließen. Es war noch viel Arbeit notwendig, deswegen sage ich ja meine Vermutung, dass Atome eigentlich schwarze Löcher sind. Aber stabile schwarze Löcher. Ja? Energie zieht sich gegenseitig an und dann entsteht ein Riesenpotenzial von Energie und dann entsteht irgendwann eine stabile, ja, wo dann nichts mehr rein und nichts mehr rausgeht. Ja, zwischendurch wird ein Lichtquantum rausgeben. Ja, Zellen, reine Energie, hat Dr. Steuer gesagt. Ehe die harmonische Geometrie entdeckt wurde, die den Zusammenhang bewies, es musste eine Erweiterung, pures Licht, hat Dr. Steuer gesagt, jetzt weiß ich wieder, es musste eine Erweiterung der Gleichung geben. Und ich hatte sie bis dahin auch vermisst. Eine Erweiterung, die für die Bewegung in Raumzeit notwendigen harmonischen hervorbringen würde. Wenn ich heute auf die Arbeit von damals zurückblicke, bin ich erstaunt, dass ich überhaupt in der Lage war, die fundamentalen Gleichungen zu entdecken, die bis in die Gegenwart die Grundlage meiner Forschung gewesen sind. Dies besonders, wenn man betrachtet, mit welch groben Werten und begrenztem Wissen ich damals arbeitete. Dies müssen auch die beiden mysteriösen Herren gedacht haben, die mich vor vielen Jahren in einem Hotel in Gisborne, Neuseeland, ansprachen, als ich dort gerade einen Übernachtungsstopp während eines Fluges für die örtliche Fluggesellschaft verbrachte. Die Mannschaft hatte mit mir das Abendessen beendet und saß entsprechend beim Fernsehen, als mich der Ältere der beiden auf die Schulter tippte und sehr höflich fragte, ob ich etwas Zeit für ein Gespräch hätte. Er musste so Anfang 60 sein und war von respektablen Äußeren. Es ging also, ich ging darauf also ein und folgte ihm in die geräumige Lounge, wo sein Begleiter an der Hausbar stand. Wir setzten uns und tauschten ein paar Belanglosigkeiten aus. Dann begann der Ältere mich nach meinen Forschungsarbeiten zu fragen. Dies war kurz nach Erscheinen meines zweiten Buchs in den 70er Jahren. Ja, also wer Mathematik und Physik und Chemie verstehen will, denke mal, das ist eine Arbeit, die wichtig ist. Allmählich merkte ich, dass dieser Mann hochgebildet und wahrscheinlich sogar Wissenschaftler war, da er sich in der Mathematik, in der Physik sehr gut auskannte. Er bat mich zu erläutern, wie ich denn die vereinheitliche Gleichung entdeckt hätte, die in meinem Buch standen, und wie ich über deren zukünftige Verwendbarkeit dächte. Bis zu diesem Stadium der Befragung hatte uns ein großer Kerl, den ich so auf Anfang 40 schätzte, ohne ein Wort zu sagen, zugehört. Offensichtlich hatte er einiges getrunken, denn plötzlich wurde er sehr erregt und begann mich in übler Art und Weise zu beschimpfen, indem er zum Beispiel sagte, wie kann denn ein Trottel wie Sie auf so etwas kommen? Und wie konnten Sie denn all dies wissen? Ja, der hat also, wie gesagt, als Flieger dann irgendwann gemerkt, da ist irgendwas in der Welt und hat angefangen, einfach mal das Wissen dazu zusammenzutragen. Und dann hat er irgendwann die Gitterstruktur entdeckt und dann hat er gedacht, nein, das hat dann mit Physik und Mathematik was zu tun.
Warum fliegen die dann auf dem Gitternetz und nicht einfach kreuz und quer, nicht? Also muss da eventuell Energie, keine Ahnung. Irgend so was wird er gedacht haben. Er wurde derartig böse, dass er vor Erregung zitterte. Dies machte den Älteren sehr verlegen. Wohl auch deswegen, weil sein Kollege nun das Spiel verdorben und ihre Betroffenheit über die Tatsache gezeigt hatte, dass ich diese Information veröffentlicht hatte. Ich schien wohl in einen äußerst geheimen Bereich der Forschung gestolpert zu sein. Habt ihr begriffen, warum ich die Arbeit auch um Dr. Steuer hochgeladen habe, ja? Kurz nach diesem Ausbruch, der mir übrigens recht komisch vorkam, entschuldigte der ältere Herr bei mir und sie verließen eiligst den Raum. Er ist natürlich peinlich, ja. Einfach ein Amateur-Techniker, nicht? Dass der über Sachen gestolpert ist, was andere geheim gehalten, damit wir weiter Sklaven auf dieser Welt waren. Ich fragte bei der Rezeption nach und erfuhr dort, dass die beiden gar nicht als Gäste eingetragen waren. Da wurde mir klar, dass diese Begegnung nicht rein zufällig stattgefunden hatte. Die beiden waren im Hotel aufgetaucht, weil sie von meiner Anwesenheit wussten, eigens um mich zur Rede zu stellen und auszuhorchen. Ich wusste nun, dass ich irgendwie einen Nerv getroffen hatte und Leute in hochwissenschaftlichen Kreisen an meinen Arbeiten interessiert waren. Naja, vielleicht hat er dann noch was entdeckt, was Einstein zwar prinzipiell zusammengefasst hat, aber irgendeine Randformel, nicht? Und dann konnte man Einstein eventuell auch besser verstehen. Seitdem bin ich viele Male von Fremden angesprochen worden. Jedes Mal kamen sie vor, sich zufällig für meine Arbeiten zu interessieren. Aber wenn sie dann auf die üblichen speziellen Fragen zu sprechen kamen, war mir klar, dass sie Verbindung zu den Geheimdiensten hatten. Da musste man mal überlegen. Solche vielen Leute wie Axel Stoll werden einfach fallen gelassen. Ja, zum Mauerfall. Ja, er erklärt hier in dem Buch, Atombomben sind geometrische Einrichtungen. Man kann die also nur zum gewissen Zeitpunkt zur Sonne, zum Gestirn und Mond effektiv zünden. Das heißt, ein Atomkrieg, und deswegen hat auch Dr. Steuer gesagt, der findet nicht statt, weil er gegen die normale Maschinerie, Panzer, Flugzeuge nicht einsetzen kann, weil ich auf den gewissen Zeitpunkt warten muss und dann, wie gesagt, auf so einen Gitterknotenpunkt die Atombombe setzen muss. Das heißt, ich kann Glück haben, dass dann eine große Panzerdivision gerade auf so einem Punkt ist, im Zentrum, im Prinzip der Platz, der Zentrum der Bombe ist, wo ich sie effektiv zünden kann zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Ja, dann kann ich eventuell 500 Panzer erwischen. Aber das ist dann absolut Zufall. Ja, weil die Zeitkonstante, nicht nur die Geometrie, sondern die Zeitkonstante. Und das ist nicht immer möglich. Und er hat ja von den Amerikanern Atombombenexperimente vorausgesagt. Ja, vereinheitlichte E gleich M mal C Quadrat. Ja, nö. Oh doch, ja, ey, auch wenn ich immer noch nicht viel verstehe. So macht Mathematik und Physik Spaß. Ja, dann ist es nicht mehr trocken. Ja, und Axel Steuer hat eben gesagt, ein Atomkrieg wird nicht stattfinden. Naja, und dies hat mich aber nie gestört, da meine Forschungsergebnisse ja nicht geheim sind und ich jedermann gern darüber Auskunft gebe. Also im Prinzip, wenn ich auf die Knotenpunkte eventuell Spuren stelle, kann ich dort vielleicht tausendfache Energie, als wenn ich genau in der Mitte von so einem Karo bin. Und genau das soll man nicht wissen. Damit wir weiter, wo kann ich denn, da kann ich ja den Zähler nicht anbringen. Weiter Sklaven für gewisse Herrschaften sind. Doch nun zurück zum eigentlichen Thema. In den Polargebieten des Gitters scheinen die geometrischen Werte einiger Koordinaten sich zu verdoppeln, wie immer das auch zu verstehen ist. Die Koordinate 25, 45, 12 verdoppelt sich in der Diagonalen der Polquadrate und alle damit verknüpften harmonischen sowie andere Faktoren erscheinen ebenfalls verdoppelt, wenn man das Muster auf einer Ebene projiziert. Ich dachte, um dieses nachzuprüfen, müsste man die Werte von C in der Gleichung einfach vergrößern und dann die Veränderung der harmonischen von E beobachten, um zu sehen, welche verwandten Werte wohl auftauchen würden. Ich glaubte damals auch, dass eine direkte Antigravitationsharmonische auftauchen würde. Aber meine neuesten Erkenntnisse
Ach so, dann können natürlich, weil sich ja dann die Linien übereinander sind, Kraftfeld verstärken und dann können natürlich die Pole besonders Tore zu anderen Punkten im Universum sein. Das könnte klappen. Wieder mal nur eine Logik, ob es richtig ist, weiß ich nicht. Beobachtet, um zu sehen, welche verwandten Werte wohl auftauchen würden. Ich glaubte damals auch, dass eine direkte Antigravitationsharmonische auftauchen würde, aber meine neuesten Erkenntnisse haben gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. In den Begriffen mathematischer Werte fand ich dann, wonach ich suchte, in Form von zwei weiteren Gleichungen, nämlich bei einer Gleichung glaubte ich unbeirrt, wo ist die Gleichung, haben wir nicht, der abgeleitete harmonische Wert beziehe sich auf die Reziproken der Erdanziehung. Inzwischen weiß ich jedoch, dass dies eine Gleichung ist, die sich auf das Magnetfeld der Erde bezieht. Die Erde ist einfach ein riesiger Magnet, eine Art Dynamo, gewissermaßen von einer Spule magnetischen Kraftfeld umschlungen. 1257 Stück auf den Quadratzentimeter in einer Richtung und 1850 Stück in die andere Richtung. Wirbelströme. Das Spheroskop zeigt ein enormes Magnetfeld um die Sonne herum. Und die brillantesten Köpfe der Gegenwart sind der Auffassung, dass die magnetischen Kraftlinien der Sonne die Erde mit umhüllen und sogar bis zum Mond reichen. Und das alles auf diesem Planeten, völlig ungeachtet seiner Form, nur aufgrund dieser Kraftlinien existieren kann. Ja, zu verstehen. Also dieses Buch solltet ihr euch kaufen. Gemäß meinen eigenen Erkenntnissen kann ich damit nur voll übereinstimmen. Mein Gefühl sagt das, mein pragmatisches Verständnis. Vieles verstehe ich ja jetzt, die Zahlen kann ich nicht mit anfangen. Dr. Stoll würde lachen und würde gleich Relationen zu den Zahlen noch nennen können, nicht? In unseren Schulen und Universitäten wird uns gelehrt, das magnetische Feld durch den einen Magnetpol in die Erde hineinströmt, dann durch sie hinausgeht und durch den anderen Magnetpol wieder austritt. Mit dieser Beschreibung bin ich nicht einverstanden. Ich glaube, dass die magnetischen Kraftlinien an den Polen in die Erde eintreten, dann innerhalb der Erde eine Schleife durchlaufen, um an den entgegengesetzten Polen wieder auszutreten. Vielleicht ist ja deswegen, wenn die Erde hohl ist, wie die Scheinschicht so also stabil. Wenn er also tritt ein und macht einen Wirbel und tritt erst dann aus. Und dann umgekehrt tritt ein und macht andersrum einen Wirbel. Und das dann, ja, so wie ich ja sagte, auch ein Atom. Wenn dann eine gewisse Masse da ist, dass das dann sehr stabil ist. Und vielleicht ist das dasselbe ja mit der Erde. Wenn die eintreten, ja, machen sie Wirbelbewegung und treten erst dann aus und umgekehrt, nicht? Und dadurch wird die Kruste stabilisiert. Kann ja auch sein, nicht? Ist nur eine Überlegung, ob das nun richtig ist, weiß ich nicht. Die Strömung geht nicht in den einen Pol hinein und in den anderen hinaus, sondern geht an beiden Polen hinein und an beiden wieder hinaus, obwohl die Feldstärken auf beiden Wegen ausgeglichen sind. Wenn wir eine einzelne Feldlinie sichtbar machen und dadurch ihre Spur verfolgen könnten, müssten wir uns Analogie dazu ein Stück Schnur vorstellen. Zuerst machen wir eine Schlaufe hinein. Dann denken wir uns, die Schnur wäre durch eine feste Position geführt, wobei sie bezogen auf einen festen Punkt unverändert bleiben würde. Keine Ahnung. Da also Textaufgaben in Mathe umsetzen, das war nicht meine Stärke. Nun nehmen wir die Länge der Schnur als Achse und können die Schlaufe auf einem Weg von 90 Grad versetzt zur Schnurrichtung zurücklaufen lassen. Tatsächlich beschreibt die Schlaufe dabei eine Kugelform im Raum. Naja, vielleicht habe ich es ja doch ein bisschen verstanden. Die Kraftlinien des magnetischen Feldes formen gemäß der Drehung des Planeten ein Gittermuster. Ach so, ja, wenn der sagt 90 Grad, also erst kommt es so rein und dann, keine Ahnung. Und dadurch entstehen dann die Quadrate. Aber ja, von unten kommt das entgegengesetzt, das Quadrat, nicht? So, tatsächlich beschreibt die Schlaufe dabei eine Kugelform im Raum. Die Kraftlinien des magnetischen Feldes formen gemäß der Drehung des Planeten ein Gittermuster. Ein guter Vergleich wäre eine Schnurkugel, die von einer Maschine gewickelt wurde. Die Länge der Schnur hat eine Kugelform angenommen und gleichzeitig ein Kreuz-Quermuster erzeugt. Wenn wir uns dies wieder, ach so, wenn dann dieses Gitternetz, ja, dann fließen ja die Magnetfelder,
Das ist ja reine Energie. Jetzt verstehe ich das. Und deswegen können die natürlich im Verhältnis zum Umfeld aus diesem Energiefluss ihre Bewegung erzeugen. Verständlich. Jo. Jetzt verstehe ich das. Die Länge der Schnur hat eine Kugelform angenommen und gleichzeitig ein Kreuz- und Quermuster erzeugt. Wenn wir uns dies wieder als physikalischen Körper im Raum vorstellen, können wir einen kleinen Wirbel erkennen, der von den Trillionen von Kreuzungspunkten der Feldlinien in diesem Gitterwerk hervorgerufen wird. Jeder dieser Wirbel stellt auf diese Weise eine Atomstruktur dar und erzeugt in sich selbst das, was wir als Schwerefeld bezeichnen. Mit anderen Worten ist das Schwerefeld nichts anderes als die Summe der Wirkung relativer Bewegung im Raum. Materie wird zu einem Schwerefeld hingezogen, so wie ein Stück Holz, das auf dem Wasser schwimmt, in einen Strudel gezogen wird. Die von Wirbelvorgängen, ach so, so hat er das erklärt. Ja, und dieser Gravitationsbrennpunkt macht genau dasselbe. Er zieht im Prinzip die Materie an. Oder die Energiebewegung. Und dann, wie gesagt, aufgrund der Rotation unten der Scheibe fließt die Energie in derselben Richtung ab, durchschneidet die Scheibe und beschleunigt die Scheibe. Und dann wird der Brennpunkt größer und ja, beschleunigt sich gegenseitig diese Sachen. Ja, die von den Wirbelvorgängen jedes Atom geschaffenen Schwerefelder kombinieren sich dann gemäß unserer Veranschaulichung zu dem Schwerefeld des gesamten Planeten. Das Weltgitter, von dem ich sprach, muss man gucken, ist nichts anderes als das natürliche Gitter, geformt durch Gittermuster der zusammenhängenden magnetischen Feldlinien. Hat also gesagt, also die Erdkruste, wenn das eine hohle Kugel ist, die wird auch durch diese Feldlinien gehalten. Ja, die unausgeglichenen Felder der 1257 Kraftlinien pro Quadratzentimeter in einer Richtung und 1850 in der anderen Richtung sagen für sich genommen noch nicht viel. Wenn wir aber die Information verwerten, um die Feldstärke über ein Gebiet zu berechnen, welches eine harmonische Beziehung zu den vereinheitlichten Feldern im Raum besitzt, und wenn die Grundinformationen stimmen, dann müssten wir einige mathematische Werte von großer Bedeutung finden. In meinen vorangegangenen Publikationen habe ich gezeigt, dass es eine Verbindung zu den vereinheitlichten Feldern gibt. Einen kleinen Fehlerprozentsatz aufgrund der damals bekannten Umrechnungswerte einkalkuliert. Ich war mir damals auch nicht bewusst, dass die Licht- und Schwerkraftfaktoren innerhalb eines gewissen fixierten Bereichs veränderlich sind und dass es in den späteren sehr genauen Berechnungen Relativitätsfaktoren zeigen würden. Relativitätstheorie, richtig. Fehleranteile finden sich in den Umrechnungen in Relation zu vorgegebenen Mengen immer noch. Diese sind aber so gering, dass ich davon ausgehe, dass die Theorie der harmonischen Beziehung bestehen bleiben wird, auch wenn noch genaue Computerberechnungen und Umrechnungsfaktoren verfügbar werden. Also auch da, wenn jetzt das Computerprogramm sind immer noch klein, ja, so ist das Leben. Es sieht jetzt so aus, als veränderten sich die magnetischen Feldstärken und Gebiete mit dem Licht- und Schwerkraftfaktoren entsprechend der Veränderung der geografischen Breite auf der Erde. Während dieser Veränderungen bleiben die harmonischen Beziehungen jedoch konstant. So, hier möchte ich beenden, denn ich möchte, dass ihr dieses Buch kauft, denn in der Gänze könnt ihr dann nämlich euer Mathematik, Physik und Chemiewissen nämlich viel besser verbessern. Und ihr habt das immer, was sagte jemand mal, Bücher sind die besten Freunde. Sie sind immer da, man kann sie immer aufschlagen und sie geben immer wieder das Wissen wieder, was man in ihnen niedergeschrieben hat. Ein Computer braucht Strom. Wenn man mit einem Buch ordentlich umgeht, der braucht den Strom. Ja. Und ich lese auch lieber gerne in einem Buch als in einer Computerdatei. Das überlasse ich aber jedem, was ihm mehr Spaß macht. Ich bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit, auch wieder im Sinne des NSL-Forums von Dr. Axel Stoll. Und wie hieß der? Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ja, auch ein feiner Kamerad. Ja. Der war ja zu meinem Geburtstag, das eh nochmal erschienen. Kavi Schneider, ja. Karl Wilhelm Schneider. Ja, auch ein ganz feiner Mann. Hat sich zurückgezogen, weil er auch erpresst wird. Genau wie dieser Kamerad hier.
Okidoki, wie immer, euer Mario Heinz Kiese.